Okay, ein neuer Traum. Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Coral Island. Wir haben in der letzten Folge nämlich einen der kranken Bäume besucht. Und ja, jetzt scheint es so, dass wir da nochmal von geträumt haben. Hallo Surya, einen schönen guten Morgen, Thomas. Sie haben hier einen tollen Platz und jeden Tag mit diesem Anblick aufzuwachen, muss ein tolles Gefühl sein. Naja, ja, ein Anblick voller Arbeit hier vor dem Haus. Ich habe von Ling gehört. Ja, das fühlt sich komisch an. Dr. Yang Ling. Naja, sie hat darauf bestanden, wie auch immer. Sie sagte, du warst tauchen. Wie war's denn? Ja, ich liebe es. Ne, war so mittelprächtig. Verstehe, da motiviert sie das vielleicht zum Tauchen. Wenn du tauchst, kannst du Kelps sehen. Sie sehen aus wie große tanzende Würmer auf dem Meeresboden. Das sind Kelps, nützliches Zeug. Es gibt viele Arten von Kelp. Jeder hat ihre eigenen Eigenschaften und Vorteile. Den Bronzetang, den du jetzt wahrscheinlich kennst, sieht eher bräunlich aus. Ja, den haben wir schon. Das Labor kann sie verwenden, um ihr Saatgut und Futter zu verbessern. Dadurch wird die Qualität eurer Ernte und eurer tierischen Produkte erhöht. Höhere Qualität bedeutet auch höhere Preise, natürlich. Sie müssen jedoch die Essenz der Kelps extrahieren, bevor sie sie ins Labor bringen. Und ein Extraktor kann die Essenz des Seetanks extrahieren. Hier ist der Bauplan für seine Herstellung. Ja, wunderbar, vielen Dank. Um eine Essenz herzustellen, müssen Sie 10 Seetang und ein Glas in den Extraktor stellen. Bringen Sie 5 Seetang-Essenzen ins Labor und Sie können wählen, welche Produkte Sie aufwerten wollen. Viel Glück. Ja, cool. Dann müssen wir mal gucken, ob wir so einen Extraktor herstellen können. Also 10 von denen haben wir auf jeden Fall noch nicht, von den Seetang. Hallo Thomas, wir versammeln uns morgen am See, um den Frühlingsanfang zu feiern. Zum Fest bringt jeder sein eigenes Essen mit und bereitet es im Freien zu. Also trag etwas Leckeres dabei. Ankunft zwischen 9 und 14 Uhr am See. Okay. Menschlein, Angst ich hatte, als du mich riefst, doch geöffnet den Weg sie hat zu meinem Heim. Das heißt, Menschlein muss besuchen mich kommen, verstehst du? Wirst nach Treffen wie die Insel heilen. Links von deiner Farm, mein Heim. Wenn du nicht wissen, schau auf Zeichnung von mir. Okay, treff dich ja, mit dem Wesen. Also hier irgendwo wahrscheinlich. Irgendwo links. Und wir wollen uns am See morgen treffen. Ah ja, hier hinten ganz. Da waren wir noch gar nicht, Leute. Sind wir noch nicht dazu gekommen. Ja. Und heute werden wir uns dann erstmal darum kümmern, dass wir natürlich unsere Pflanzen erstmal wieder gießen. Und ja, hier vorne, die können wir alle schon mal ernten. Steckrüben. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz nochmal bei Sams Gemischtwarenladen vorbei. Da würde ich dann für das Beet hier nochmal ganz gerne, ja, was kaufen. So viel Geld haben wir leider nicht. Aber wir packen hier auf jeden Fall erstmal 5 rein und den Rest nehmen wir halt wieder mit. Und dann können wir das bei Sam selber vielleicht nochmal verkaufen. Ja, ich bin froh, dass das noch keine Ausdauer kostet hier. Emily, ich würde gern sagen, ich bin überrascht, dass Kugelfisch hierher gezogen ist. Aber das stimmt nicht.
Manchmal ist das Leben unfair. Um deine Farm hat sich lange niemand gekümmert. Das hättest du sehen sollen. Das war kein schöner Anblick. Bürgermeister Connor wollte aus der Farm deiner Großeltern einen Gemeinschaftsgarten machen, bevor du zugezogen bist. Ich bin übrigens froh, dass du das getan hast. Jetzt wird sich jemand um das Land kümmern. Ja, das stimmt. Achso, öffnet erst gleich. Dann vertreiben wir uns hier noch ein bisschen die Zeit gerade. Ich muss gestehen, ich bin kein großer Freund des Frühlings. Der ist einfach nichts für mich. Kaum ist der Frühling da, da zerreißt es Schalls stundenlang fast vor lauter Niesen. Ich muss zugeben, ich mache mir Sorgen um ihn. Okay, schade. Also mehr ist hier gerade nicht. Und hier unten noch eine Mülltonne irgendwo. Die Vögel sind wieder da. Ich finde sie sehr beruhigend. Die Leute hier scheinen Frühlingswetter zu mögen. Sie reden oft darüber. Ich mache mir keine Gedanken darüber, wie viel der Kaffeeshop verdient. Ich denke nur an die perfekte Tasse Kaffee. Jede einzelne Tasse, ja, jede ist etwas Besonderes. Gemüse, wie ein rohes Gemüse. Nicht für mich, danke. Ich bin kein großer Fan von Gemüse. Oh, jetzt haben wir Ihnen was geschenkt. Nee, doch nicht. Aber, das heißt nicht, dass ich kein Gemüse esse, denn das tue ich im Ernst. Ich mache es nur nicht zum Spaß oder esse mehr als die empfohlene Menge. Okay, können wir mal gucken. Ja, da können wir Kaffee oder grünen Tee kaufen. Und noch ganz andere tolle Sachen. Ist nur gerade ein bisschen teuer für uns. Können wir uns noch nicht leisten. So, es ist 9 Uhr, wir können zu Sam rein, endlich. So, einkaufen. Was wollen wir denn? Wir wollen ein bisschen, ja, günstige Sachen haben. Nochmal 10 mit. Und die 50 lassen wir mal. So, wir könnten die jetzt auch schon verkaufen. 30 kriegen wir pro Stück. Ja, dann können wir uns ja ruhig noch was dazu holen. Ja, ein paar Karotten würde ich noch ganz gerne haben. Da wird schon wieder unser ganzes Geld ausgegeben. Zumindest den Rucksack haben wir uns mal geleistet hier. Ja, das ist am Anfang immer ein bisschen schwer, hier auch zu Geld zu kommen. Ja, der Lehrer geht wohl mit seinen Schülern raus. In all den Jahren, die ich hier lebe, hätte ich nie gedacht, dass ein Ölkonzern hierher ziehen würde. Was sollen wir nur tun? Ich kann kaum glauben, wie wunderschön diese Stadt geworden ist. Kommt mir vor, als wäre sie erst gestern noch einfach nur ein winziger Ort mitten im Nirgendwo gewesen. Wir verkaufen nicht an Privatpersonen, nur an Betriebe mit Schanklizenz. Die Qualität des Weins hängt von der Qualität der Trauben ab. Dasselbe gilt für unseren Sake. Ja, die Kinder lassen wir mal. Und mal kurz im Museum hier vorbeischauen, um zu gucken, ob der eine Käfer schon abgegeben ist. Weiß ich nämlich nicht, dann verkaufen wir den vielleicht. Okay, auch den roten Admiral haben wir schon abgegeben. Alles klar, dann können wir beides verkaufen. So, dann würde ich nach links mal gehen wollen, so dass wir uns vielleicht mit dem Wesen treffen und das zu Hause mal suchen. Das machen wir dann aber gleich, nachdem wir hier unsere neuen Samen wieder ausgebracht haben. So, die und die. Und ja, Tierchen haben wir dann, glaube ich, hier mit drin, ne? Dann können wir die schon mal reinlegen. Da wissen wir jetzt, okay, die haben wir schon im Museum.
So, die sind ausgebracht. Was haben wir denn hier eigentlich? Achso, dem sollen wir wahrscheinlich folgen. Damit wir wissen, wo es lang geht. Ja, hier ist kaum durchkommen. so. Okay, hier nach unten und dann geht's hier weiter. Alles klar. Gucken wir mal. Wo wohnst du denn? Och, verdammt. Nicht bekommen. Ah ja. Hätte ich jetzt nicht gesehen hier den Weg. Menschlein. Wer ich? Ich, Häuptling, dir danken, Menschlein, wir kommen hier. Du bist ein Geist? Go, Gum, Gum, ich, Häuptling, sein Riese. Lange haben gewartet ich auf dich. Komm hier lang, schau mal da. Gesehen, du hast diese Schriften, aber verstanden du hast nicht. Mach der Schreine, du nicht verstehen, aber verstehen du musst. Schlüssel sind für helfen Göttin. Helfen Göttin, dann Krankheit weg. Okay. Zeit jetzt für Zeremonie. Schnell wie sein müssen. Nur kleiner Schmerz, aber deine Augen öffnen wird. Countdown in 5, 4, 3. Jetzt. Hat er uns ein bisschen angeschmiert. Siehst du? Zu schnell gemacht. Erwacht, du bist bereit für Kraft von Natur. Gum gum. Okay, ja, welche Göttin? Diese Göttin muss antworten, nicht ich. Bereit, du bist für Treffen mit Göttin. Im Seetempel, da ihr zu Hause. Sei still, ich jetzt ausruhen müssen nach Zeremonie. Ich wieder mit dir sprechen, Menschlein. Nicht jetzt, später. Gum, tschüss. Okay, also im Seetempel. Drittes Auge. Du hast das dritte Auge freigeschaltet. Du kannst jetzt die Sprache der Alten lesen und verstehen. Wunderbar. Dann können wir hier versuchen, gleich mal zu lesen, was da steht. Der Weg wird sich öffnen, wenn zumindest zwei Riesen frei sind. Okay. Also zwei Riesen müssen irgendwo befreit werden. Na, kommen wir hier wieder weg? Da. Wird wieder schwierig hier. Ah ja, jetzt. Eine Wespe. Ja, sehr schön. Die können wir natürlich mitnehmen. Und wir machen uns mal auf in die Mine, würde ich sagen. Wir haben nämlich noch gut was an Ausdauer. Und wir brauchen ja auch ein bisschen Bronzeerz. Ich glaube, das ist noch eine Wespe. Die würde ich jetzt nicht unbedingt fangen. Und das Veilchen können wir vielleicht auf dem Weg nochmal verkaufen, wenn wir jemanden sehen. Jetzt können wir auch sehen, was hier steht. Heiliger Bereich, okay. Actias Luna. Auch den haben wir wohl noch nicht. Ja, den Raps lassen wir da mal liegen. Okay, und hier ist gerade keiner, die wir was schenken könnten. Wenn du einfach etwas abbauen willst, erreiche den Grund der Erde. Ja, danke für den Tipp.
So, wir haben jetzt natürlich viele Werkzeuge auch wieder mit. Das ist immer nicht so praktisch, wenn man hier in der Mine ist, weil es ja auch viel gibt, was man so sammeln kann. Aber wir wollen nur mal gucken, dass wir uns hier ein bisschen Bronze zusammen farmen, damit wir uns den Ofen herstellen können. Ja, Kohle nehmen wir mit. Monster Essence. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht gefunden. Aber man sieht das immer schlecht, wo man hier lang kann. So, der verliert gar nichts. Schade. Ich würde halt ganz gerne erstmal gucken, ob hier überhaupt irgendwo Kupfer liegt. Damit wir da unseren Fokus drauf setzen. Aber nö, jetzt sind wir einmal rum. Gut, dann müssen wir einen Weg nach unten finden. Upsala. So, da kriegen wir wieder eine Geode. Und da ist das Inventar auch schon voll, verdammt. Was machen wir denn jetzt? schmeißen wir mal den Kompost weg, damit wir hier die mysteriöse Geode mitnehmen können. Ja, wir haben schon gar keinen Platz mehr, Leute. Also das war irgendwie nicht so klug hier gerade. Den Müll können wir vielleicht nochmal wegschmeißen, damit wir dann zumindest Erz mitnehmen können, wenn wir welches finden. Hätte ich vielleicht erst wegschmeißen sollen, wenn es soweit ist. Bei unserem Glück finden wir hier gar nichts mehr oder kommen gar nicht nach unten. Ja, Ausdauer wird weniger. Das wird wohl nichts hier. Dann haben wir zumindest ein paar Steine gesammelt. Ja, ich glaube, wir können erstmal nach Hause gehen, Leute. Das wird hier nichts. Das war ein nicht so erfolgreicher Tag in der Mine. Schade. Aber dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter zum Museum. Es ist zwar schon spät, aber vielleicht haben die ja sogar noch auf. So, hier hatten wir noch ein bisschen Raps. Ja, so langsam kennen wir uns hier schon aus. Zumindest in den Bereichen. So, was haben wir denn hier? Steine. 186 Steine haben wir jetzt schon. Das ist eine ganze Menge. Und einmal wilde Samen können wir nochmal ausbringen. Füllen wir dann auch schon mal auf für den nächsten Tag wieder, damit wir direkt loslegen können. So, was kann hier rein? Der Raps und eine Monster Essenz. Das können wir vielleicht nächsten Tag mal mit zum Museum nehmen. So, und wir haben echt kein Geld.
Deswegen würde ich sagen, legen wir die Sachen erstmal hier wieder ab. Ja, und die Geode kommt jetzt auch hier mit rein. Ja, 21 Energie haben wir noch. Lohnt sich fast gar nicht hier, noch irgendwas zu machen. Aber ein bisschen Holz können wir noch sammeln. Ja, einen können wir noch. 7 Holz. Lass uns noch mal gucken, was denn hier dieses neue Teil kostet. Schrott und Bronzeseetang. Also auch dafür brauchen wir Bronzeseetang erstmal, bis wir das herstellen können. Das wird noch ein bisschen dauern. Und hier eine Sprinkleranlage. Ja, silberner Seetang oder Bronzeseetang. Also das ist wichtig, dass wir auch mal tauchen gehen. Sonst können wir uns diese schönen Sachen hier gar nicht herstellen. Gut, gehen wir mal schlafen, Leute. Nächsten Tag auf jeden Fall wieder ins Museum und zum See. Da findet dann das Fest statt. Okay, Fang haben wir aufgewertet, können jetzt einen Bienenstock herstellen. Und auch unsere Geschicklichkeit und maximale Energie erhöht sich wieder. Wir haben leider nichts eingenommen, aber ja, das wird sich die Tage natürlich auch wieder ändern. Gut, Leute, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat, da würde ich mich sehr darüber freuen. Also bis dahin.